Toutes les gares se ressemblent et tous les ports crèvent d'ennui. Toutes les routes se rassemblent pour mener vers l'infini. Dans la cohue de l'existence se trouve toujours un passant qui tu n'as pas de ligne de chance et qui devint un émigrant. Regarde-le comme il promène son cœur au-delà des saisons. Il traverse de murs de haine, de gouffres d'incompréhension. Chaque nouvelle frontière, espérant enfin se fixer, il fait une courte prière vers ce ciel qu'il a oublié. Regarde-le, il déambule sans jamais savoir où il va. Il marche comme un somnambule et les gens le montrent du doigt. Guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann ihr zuguckt. Mein Name ist Jelena Popperjan und ich war schon sehr lange nicht mehr auf der Bühne. Es sind sicher schon 3 Monate. Ich freue mich trotzdem. Heute Abend wäre ich in Thalgau, Waldfelser Kulturverein, also Kulturverein W 2.0, hätte ein Konzert im Haus Oha 456 veranstaltet. Und da ich jetzt nicht dort sein kann und da sich Sargfabrik bereitgestellt hat, eine Kooperation zu machen,
bin ich jetzt da. Wir streamen für euch und hiermit bedanke ich mich auch für alle Mitbeteiligten, also an Tom vom Kulturverein und an Sackfabrik für die Einladung. Also dieses Konzert wird über beide Internetplattformen zu euch nach Hause gebracht. Ich bin ein bisschen jetzt schüchtern, weil ich weiß, dass ich zu jemandem spreche, aber euch sehe ich nicht. Das bitte ich mir zu verzeihen. Und ich hoffe sehr, dass wir sehr, sehr, sehr bald uns persönlich sehen. Das, was ich gespielt habe, war eine Hommage an Charles Aznavour, ein Song von ihm, Les Migrants. Und als nächstes kommt ein Stück von mir, ein Instrumental, es heißt To Him und es ist eine Hommage an meinen Liebsten. Also in der Melodie dieses Stücks versteckt sich sein Name, das heißt die Buchstaben seines Namens machen die Melodie aus. Und auch alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster, denn das ist auch heute. Thank you.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Stück führt uns in das 18. Jahrhundert in England. Es ist ein Traditional, eine Ballade, englische. Die gehört zu der Gattung Straßenräuberinnenlieder. Es geht hier um eine Frau, die die Treue bzw. Liebe ihres Mannes beweisen wollte. Und sie beschloss, sich in einen Straßenräuber umzuwandeln, zu verkleiden, ihn auf einem Weg zu berauben. Und sie wollte von ihm den Ring haben, den sie ihm als Zeichen der Treue gegeben hat. Und sie beschließt, falls er ihr diesen Ring gibt, bringt sie ihn um. Wie es weitergeht, hört ihr auf Englisch. Und verzeiht mir meinen wienerischen Akzent. Sauve, sauve, all on the day, she dressed herself in man's array, with a sword and a pistol all by her side, to meet her true love, to meet her true love, awaited ride. As she was riding over the plain, she met her true love and made him stand. Your gold and silver, kind sir, she said, or else this moment, or else this moment, your life I'll have. When she dropped him off his door, she says, kind sir, there is one thing more. A golden ring which I know you have, deliver it, your sweet life to save. That golden ring, a token is, my life I lose, the ring I'll save. Being tender-hearted just like a dove, she rode away from her true love. Next morning in the garden green, just like true lovers they were seen. Oh, he spied his watch hanging by her clothes. It made him blush, it made him blush like a new rose. Well, that makes you blush, it's so silly a thing. I thought to have had your golden ring. It was I that robbed you all on the plain. So here's your watch, so here's your watch and your gold again. I did intend, and it was to know if that you were me true love or no. For if you'd have given me that ring, she said, I'd have pulled the trigger, I'd have pulled the trigger and shot you dead. Ja, so war das. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so getan hättet. Also damals war es viel einfacher irgendwie, sich zu rächen, einfach jemanden umbringen. Heute muss man durch die Bürokratie durch, etc. Als nächstes spiele ich ein Lied, das ich für ein Theaterstück geschrieben habe, 2018, das Theaterstück von Marianne Sascha Salzmann, Muttersprache Mameloschen. Das haben wir im Wiener Kosmos-Theater aufgeführt. Der Song heißt Davy. Und man würde denken, es geht um den Liebhaber der singenden Person. Das ist aber ihr Bruder,
Aber schlussendlich ist es alles irgendwie unwichtig. Stock und die Bücher sind uns aus den Regalen auf die Köpfe gefallen. Die Gläser zerbrachen ganz schön. Ich blieb am Fenster und sah runter, wie sich die Straßen fühlten. Ganz viele kleine Würmer und viele kleine Würmer. Yeah.
Thank you.
Jetzt spiele ich einen Song, dessen Text mein Großvater geschrieben hat, beziehungsweise nicht geschrieben, er hat sich das ausgedacht und ich habe es mal aufgenommen und aufgeschrieben. Mein Großvater war ein Dichter in einer volkstümlichen Art und Weise. Er stammte aus Bosnien und hat auf der südslawischen Sprache, die heute Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, Tschaikawisch, Montenegrinisch, was auch immer genannt wird, geschrieben, also gedichtet. Und hier geht es um einen Sulo, einen Typen, der am liebsten nichts tat, gerne Karten spielte und ein bisschen trank. Eines unglücklichen Tages verliebt sich ein Mädchen in ihn aus dem Nachbarndorf und er verkündet seinen Eltern, dass er zu ihr geht. Sein Vater verordnet ihm gleich zu ihr zu gehen, also nicht übers Wirtshaus sozusagen. Und die Mutter hat düstere Prophezeiungen. Er versprach es hoch und heilig, dass er direkt zu ihr gehen würde. Allerdings ging er zunächst ins Wirtshaus, um Karten zu spielen. Dort traf er auf eine berüchtigte Bande eines gewissen Arkan. Vielleicht klingelt dieser Name für manche. Ein notorischer Kriegsverbrecher aus dem bosnischen Krieg in den 90er Jahren. Und fing an, Karten zu spielen mit dieser Bande. Ein Streit entflammte sehr schnell. Und die Waffen wurden gezogen und Wortgefechte. Sulio schaute ihn, den ihm gegenüber saß und sagte ihm, dass er sie nicht so wichtig machen soll, weil Sulio hat schon größere Banditen vor sich gehabt und schon in stärkere Waffen hineingeschaut quasi. Was da passierte, weiß niemand sehr, sehr genau, aber was klar ist, sehr schnell fiel ein Schuss auf Sulio. Also Sulio wurde getroffen und war tot. Das, was mir am meisten gefällt in diesem Lied, ist die letzte Strophe und die sagt, toter Sulio liegt neben der Straße, man versucht ihm das Geld aus dem Mantel zu holen, aber auch tot gibt Sulio sein Geld nicht her, weil er arme Eltern hat. Zaprija ti kume od onoga kada je Kunčeva Tunje. Šta je bilo, šta je radio i kako je Tunja poginio. Tunjo ništa nije rastio, sam se kasto i pomalo pio. Starog oca i majku ranio. Ali evo ti jedna da izmjena da zavode ga jedna cura. Srpinca i sela ulica jeste lepa kao golubica. Jednu veće, veće Tunjo tako. Hoću li ti zapjevati kume od onoga Kuljićeva Sulje šta je bio i šta je radio i kako je Suljo poginio šta je bio i šta je radio i kako je Suljo poginio Majka veli
te pravo u jednu mehanu i tu nađe arka novih šilja. Vide, brate, daj nam one karte, da se malo šljage poigramo, da se malo šljage poigramo. Zametuše kavu, skoči vid, psuje solji majku. Da zašto već za jednu banku? Vide, brate, ne psuj meni majke, ma evo tebi 3-4 banke. Ne psuj meni roditelja moga, ne bojim se ja pištolja tvoga. Ja sam s gorim barabama grajo i na pravac pištoljima stajo. Zeit, nach Wien zurückzukommen. Ein Song von Richard Schubert, das er unserer Hauptstadt Wien gewidmet hat. Und so heißt das Lied auch, Bern. Ich glaube, ich bin ein bisschen verstimmt. Das passiert ja. Besser nicht mehr. Reinigungswagen vor einem Cineplex, ein zernudelter Popcornbecher. Per Handy macht der Madel endlich Schluss mit ihr Max. Daneben flucht ein Huster oder Zecher. Die Morgensonnleiter heit wieder auf dem kahlen Berg. Und Meutung fragt freches Göb in mir den Gesichter. Ein Kaffee noch, ein Chick und dann aus Werk. Wand hocken aus Is, brennen am Gürtel wieder Lichter. Du bist die Hauptstadt für alle, die selber nicht was sie daheim sind. Bist wie ein ausgewechselt Schloss in das eine der Nähe Schlüssel passt. Du verlangst mehr, als das Geben will.
wüsst, so haben wir lernen müssen, uns selber zu nehmen. Und da schau her, du lass das gefallen. Da schau her, du lass das gefallen. Ein Kran hat sich Nelle in ein Business-Turm verschaut. Weil sein Spiegelbild schaut ihm so ähnlich. In der Brigittenau, da um seine Hemmwolkenkratz erbaut. Der Brigittenauer Wolkenkratz, das reichlich wenig. Meine ersten Freunden haben's wegen Graffiti eingenannt auf den Nordbahnbrücken. Hat auch mein Name fix Spray, die Spray von heute. Lassen sie ja von Kultur am Bett sein. Aber mein Name auf den Nordbahnbrücken traut sich keiner übermorgen. Du bist die Hauptstadt für alle. Selber nicht, was sie daheim sind. Bist wie ein ausgewechselt Schloss in das eine der Nähe Schlüssel passt. Du verlangst mehr, als das geben willst. So haben wir lernen müssen, uns selber zu nehmen. Und da schau her, du lässt das gefallen. Da schau her, du lässt das gefallen. Markierst den coolen, wunderbaren, schönen. In Wirklichkeit bist du la la la, so wie wir. Du wirst ja uns schon noch gewähnen. Unter Glas, Beton und Spekulation hören wir, was brauchen. Aus Fleisch ist, aus Blut ist nicht golden, aber zieh'n oben. Wer war nicht wir, kann das Korsett aufbrechen. Wer war nicht wir, die City wird nie zurückerobern. Du bist die Hauptstadt für alle, die selber nicht, was sie daheim sind. Bist wie ein ausgewechselt Schloss, in das eine der Nähe Schlüssel passt. Du verlangst mehr, als das geben willst. So haben wir lernen müssen, uns selber zu nehmen. Da bleibt die Hauptstadt für alle, die selber nicht, was sie daheim sind. Aber das Schloss wirst nimmer auswechseln und ich werde den Schlüssel nimmer ändern. Gib zumindest so viel, wie es verlangst von uns. Denn wir sind du. Und du bist wir, denn wir sind du. Und du bist wir, denn wir sind du. Und du bist wir, und wir lassen es uns gefallen. Wir lassen es uns gefallen. Mein Special Guest, normalerweise habe ich zwei, aber der andere wollte nicht mitkommen. Ein echter Wiener, meine Damen und Herren und alle anderen. Es ist eine Maulgeige. Das hat Hans Tschirich, ein Instrumentenbauer, ein Musiker und Klangforscher aus Wien gebaut. Es ist, wie ihr seht, ein Stock, ein Gehstock, ganz normaler, auf dem eine Geigensaite gespannt ist. Hier ist eine Gitarrenwirbel. Hier ist ein Zwirn. Auf dem anderen Ende des Zwirns ist ein Plastikplektrum. So, jedes Instrument braucht einen Klangkörper, damit es klingen kann. In diesem Fall benutzen wir das leerste und hollste Teil des menschlichen Kopfs, nämlich menschlichen Körpers, nämlich den Kopf. Also manchmal ist das hier schon noch viel. Dadurch ist der Funk schon überschnellig. Ja, genau. Uff, genau. Jetzt wird der Klang durch diese Falte übrigens viel
in der Runde geschlagen. Locker war ich so, Oh, my God.
Meine Damen und Herren, Maulgeige, mein Special Guest. Vielen Dank. Zum Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wirklich, ich hoffe, sehr, sehr, sehr bald sehen wir uns, weil es ist schon komisch. Vielen Dank an das Team, danke an Ton, Bild und Licht, an die Organisation. Das, was ihr hier seht, ist meine erste Solo-Schallplatte, beziehungsweise es gibt auch eine CD, also mein erstes Solo-Album, es heißt La Folia. Und jetzt spiele ich dieses famose Stück, das so heißt. La Folia ist übrigens eines der größten Hits des 16., 17. und 18. Jahrhunderts. Das ist eine sehr einfache Melodie- und Harmonieform, die zur Improvisation genutzt wurde, also zum Komponieren und Improvisieren. Und ich habe mir gedacht, es wäre nett, wenn ich auch so eine Variation darauf mache. Ja, viel Spaß und auf Wiedersehen. Thank you.
Thank you.